Jetzt ist das? Ja. Dann mache ich die bestimmt überall. Ja, meine Lieben, da war Ralf ein bisschen schneller als ich und hat schon ein paar Pralinen aufgegessen. Das ist nicht richtig. ja, auf jeden Fall wollte ich euch die unbedingt zeigen. Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Ich finde übrigens, es wäre viel schöner gewesen. Ja, aber man kann das ja zum Glück austauschen. Man kann es sogar rausnehmen, das Bild. Okay, ich möchte jetzt nicht kaputt machen. Genau, mach's mal lieber nicht kaputt. Aber vielleicht kann man das Bild rausnehmen. Man kann sich auf jeden Fall auf deinbonbon.de eine Pralinschachtel selbst designen quasi. Und das durfte ich tun. Ich durfte mir eine aussuchen. Ich durfte mir auch aussuchen, was da für Pralinen reinkommen. Ich habe mich entschieden für die folgenden Sorten. Ich muss das ablesen. Bienenstich, Macadamia, Premium Marzipanherzen und Nougat-Vanilleherzen. Das, was ich gerade gegessen habe, war ein Nougat-Vanilleherz. Das ist so eine, ja, sagen wir 8 von 10. Das ist schon ziemlich gut. Dann dieses Macadamia, also das ist ganz klar eine 10 von 10. Macadamia müsste das hier sein. Dann das, ja, Premium Marzipanherz. Okay, ich esse nicht so gerne Marzipan. Das ist nicht so gut. Sagen wir 5 von 10, ist noch ganz okay. Und dann haben wir hier Bienenstich. Der Bienenstich ist auch ziemlich gut. Sieht man das überhaupt? Ja, natürlich. Der Bienenstich sieht auch aus wie ein kleiner Bienenstich. Aber der Kuchen ist mir doch lieber. Aber die anderen sind zwei echt gut gewesen. Das Schöne ist auf jeden Fall, ihr könnt einen Gutschein gewinnen über 12 Euro. Was man sich in diesem Shop noch zusammenbasteln kann, sind so Bonbon-Gläser mit verschiedenen Sorten. Finde ich eigentlich auch ganz cool, da kann man auch Bilder drauf drucken lassen. Und den Gutschein, wie gesagt, könnt ihr von mir gewinnen. Das ist mein Adventskalender-Türchen-Gewinn. Alles Weitere erklärt euch Franzi aber in ihrem Übersichtsvideo, was ich ebenfalls in der Infobox verlinken werde. Und ich habe auch noch einen 5% Gutschein für euch, der unbegrenzt gültig ist, falls ihr nicht gewinnt und falls ihr aber trotzdem sowas machen möchtet als Geschenk oder zum Valentinstag oder sowas. Oder sonst was. Langweilig dich. Nein, rede ruhig weiter. Und den Code für diesen 5% Gutschein verlinke ich euch auch in der Infobox oder schreibt den rein. Den kann ich nicht verlinken. Ich verdiene damit kein Geld, das ist, wollte ich nicht dazu sagen. Ja. Ralf, übrigens haben sich die Leute gewünscht, dass wir öfter Backvideos machen. Back- und Kochvideos. Bekommen wir hin. Weil ich ja auch so gut bin im Backen und Kochen. Zum Glück bin ich da Experte. Nicht. Aber ja, dann brauche ich nur noch Vorschläge dafür. Ich würde alles ausprobieren. Egal wie schwierig, ich nehme jede Herausforderung an. Also vom Schwierigkeitsgrad. Nicht jetzt eine 10-stöckige Torte oder sowas. Okay, dafür haben wir auch nicht die Materialien. Ja, vor allen Dingen auch nicht die Küche dafür. Was ich da alles brauche. Aber. Ja. Ich hoffe, das Video war irgendwie ein bisschen lustig. Interessant. Wie auch immer. Ich wünsche euch noch wunderschöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr. Viel Erfolg bei den ganzen Verlosungen, die es zurzeit gibt. Und bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.